wir haben es geschafft, wir haben es heute durchgehalten. Heute ist der 24. und heute dürfen wir das ganz, 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 ganz Große aufmachen. Oh yeah! Happy Julia! Das schneiden wir jetzt raus. Happy Julia! Das schneiden wir jetzt raus, das lassen wir nicht drin. Liebe Marilyn, für dich hier das Letzte und für alle anderen und für alle, die so ein Teil schon haben. Ihr wisst ja, was da drin ist. Kleine Bahia, du guckst bestimmt heute auch. Hoffe ich doch, dass du auch wieder guckst. Bestell Mama und Oma schöne Grüße, nicht vergessen, immer wenn du guckst bei mir. So, jetzt reißen wir das letzte Teilchen hier auf. Das sieht so groß aus. Was kann da drin sein? Diesen Weihnachtsmann? Oh, hat man auch. Hat man auch. Oh, so ein Kranz. Oh. Aber kein weihnachtlicher Kranz, das ist ein Blumenkranz. Na gut, meine Weihnachten ist ja mehr oder weniger dann auch vorbei. Wer bis heute durchgehalten hat. Du tu doch wenigstens so, als wenn du dich freust. Ich finde das schön, so ein Kranz ist gut. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass da ein großer Weihnachtsmann oder sowas drin ist. Aber für nächstes Jahr dann. Ich meine, das ist ja jetzt hier schon mitgedacht für Frühling. Frühling und sowas für Geburtstagskarten. Ich meine, ist sowieso viel für Geburtstagskarten drin gewesen. Cool. Na, da brauchen wir jetzt aber ein größeres Teil zum Ausstanzen. Ja, des Tages zeigst du uns jetzt nochmal deine neue Maschine. Ja, heute darf die mal zum Einsatz kommen wieder. Ist ja eigentlich auch mal ein Weihnachtsgeschenk. Muss ich ja eigentlich, theoretisch haben sie ja recht. Die und weil die kleine Maschine nicht dafür geht. Ja, aber das war schon so geplant von denen, die den Weihnachtskalender gemacht haben. Heute musste die neue Maschine nehmen. Die hat sie schließlich zu Weihnachten gekriegt. Das ist ja schließlich mein Weihnachtsgeschenk hier. Genau. Also, zack, kurbeln. Mein Weihnachtsgeschenk darf ich erst heute Abend öffnen. Ja, das machst du erst heute Abend auf und dann. Ja, ich falsch rum. Und dann zeigen wir das erst zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber ich denke mal, die meisten wissen schon, was du kriegst. Woher denn? Weil wir das schon angekündigt haben, dass wir sowas versuchen zu besorgen. Bis jetzt. Hast du die Spannung genommen? Ja. Die Leute hast jetzt die Spannung genommen. Das finde ich richtig unfair von dir. Und dir auch. Ja. Scheiß Weihnachten. Hier ist der Kranz. Ist der niedlich. Das ist gar nicht mal so ein Kranz, das ist mehr so ein Aufleger. Was das alles so gibt. Ja, wo dann in die Mitte noch irgendwas rein muss. Da unten ist doch. Oh, siehst du, das passt so ja noch. Das passt sich mit solchen auch solche Blumen hier und Blätter dazu. Ja. Also sind schon ganz tolle Sachen drin gewesen. Nächstes Jahr kaufe ich mir wieder so ein. Das hat Spaß gemacht mit dem. Das ist doch wieder dasselbe drin nächstes Jahr. Ja, du kleiner Scherz. Das wäre natürlich ein Ding, wenn sie nächstes Jahr alle wieder das Gleiche drin machen. So, dann wünsche noch schöne Feiertage für deine. Ja, also wir hoffen, dass ihr alle genauso wunderschöne Weihnachten habt wie wir. Habt noch ein paar schöne Tage mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Nutzt die Zeit, um schöne Dinge zu machen. Du kannst ja trotzdem zum Ende kommen. Ja? Darf ich? Gut. Also wie gesagt, frohe Weihnachten. Zu Silvester hören wir uns hoffentlich nochmal. Ich denke mal, da lassen wir uns noch was einfallen. Meinst du? Ja. Wollt du Urlaub machen jetzt? Du machst jetzt Urlaub? Ja. Dann mach ich das alleine weiter? Das ist ja okay. Wenn du das könntest. Ja. Also Leute, frohe Weihnachten wünschen wir euch. Und bleibt uns treu. Also dreimal gute Weihnachten, ihr wünscht besser jetzt ja nicht. Macht mal noch dreimal. Ja. Ach nee, das war toi toi toi. Aber ist egal, ist egal, ist egal. Bis demnächst.